Moment und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor auf Kobo angekommen, auf der Suche nach Grease. Den werden wir jetzt gleich, glaube ich, finden. Und dann wissen wir mehr hier, was hier wirklich Sache ist, warum sich die Truppe getrennt hat. Aber vorher, Däumchen hoch, kostenloses Abo, würdest du meinen Kanal mega krass mit supporten und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du auch keine weitere Folge von mir auf diesem Kanal hier verpassen wirst. Dankeschön, dass du da bist, wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Let's go. So, wir hatten ja nur noch diesen einen Weg hier. Oh, du Mistvieh, ey. Mann, ey. Und hier ist alles voll mit diesem Zeug, ey. Hier ist, es muss irgendwie entweder anzünden, in die Luft jagen, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Oder das Rohr hier. Dampfflussrohr. Kann ich das zerstören? Nee. Irgendwas mit dem Stausee hat das zu tun. Okay, man muss das Wasser hier... muss das Wasser fließen lassen, glaube ich. Ja. Guck mal, wir müssen nämlich nach da oben. Okay, überall rote Wege. Okay, scan BD. Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Ja, da läuft's schon raus. Ich sag ja, wir müssen es auf jeden Fall stürzen. Irgendwie. Also es macht jetzt keinen Sinn, hier runter zu springen, weil da komme ich. Obwohl, da kann ich mich hochgrabben. Reicht das so weit? Yes. Okay, nice. Lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Oh, können wir denen helfen? Ah, fuck, Mann, ey. Zu spät. Fuck, ey. Okay, du kleiner Sack. Komm her! Macht euch kampfbereit, Leute. Okay. Das heilt wieder. Schön auf grünes Licht. Ich werde natürlich auch nochmal gewechselt für die Jedi-Meisterfarbe. Natürlich ein Jedi-Meister, so wie wir es sind. Was ist eure Lieblings-Lichtschwertfarbe? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Also meine ganz klar dieses Indigo, was wir vorhatten, dieses Lila und Grün eben. Und am allerliebsten eigentlich auch, wenn es die Farbe der dunklen Seite der Macht ist, ist Rot. Ich finde die roten Lichtschwerter einfach affengeil, Mann. Und es ist schon wieder schade, dass man es nicht so Anfang an hat, ey. Boah, diese Luftkills sind auch so sexy. Oh, was bist du denn? Oh, was bist du denn? Gute Leistung. Rollmine. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen, obwohl ich gar nicht hier hin wollte. Aber dann gehen wir mal den Weg weiter. So, hier kommt man wieder irgendwie so zurück, so wie es aussieht, ne? Ist das ein Shortcut? Nice, macht Essenz. Oh. Oder? Doch, ist eine Macht, oder ist ein Echo. Du. Ich bin nur ein Eindringling. Knallt ihn ab. Hier werden auf jeden Fall auch diese Würmer warten. Schade, dass man keinen dämlichen Purzelwurm hat. Das nervt mich so. Okay, was ist das hier? Keine Gnade. Bestätige. Okay. Zu viel rumgewirbelt, mein Freund. Sind das die Ninja-Druiden? Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Naja, da oben war noch einer. BX-Droide. Okay, das sieht richtig aus. Ich gehe erstmal den anderen Weg. Hier war nämlich noch einer, oder? Boah, okay, der hat mich... Ich wusste irgendwie, dass hier einer ist, aber der hat mich jetzt echt bekommen, ey. Fuck, nein. Lecko mio, ey. Ciao, Kakao. Ich bin eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Oder? Doch. Hey, BD, hilfst du mir mal? Oh, taktisch, eine Jacke. Mit Umhang sogar. Na, ich bin nicht so der Umhang-Fan. Okay, ah, das scheint die andere Seite zu sein. Was hast du gefunden?
Du willst draufdrücken, stimmt's? Okay, ja, alles klar. Dinger haben's in sich. Okay. Ich muss in die Luft fliegen. Okay, spawn jetzt die unendlich hier, ja? Aha. Okay, dann haben wir das aber wenigstens auch, das Rätsel gelöst. Wo bin ich jetzt? Bin ich wieder hier. Ah, alles klar. Okay, dann spawnen wir eine neue. Na, ein bisschen weiter. Gucken, ob ich laufen kann damit. Beziehungsweise sprinten. Nee. Boah. Yes. Das könnte nützlich sein. Okay. Das heißt... Ich müsste das eigentlich hier drauf schießen, die Rollminen, aber so lange kann ich die nicht mit meinem Machtgriff halten, bis weil die zu früh explodiert. Explodiert zu früh. Nach Hinweisfragen nichts sagen. Hä? What the fuck? Ich bin doch gerade mal eine Sekunde hier raus mit einem Rätsel, ey. Und du mir schon einen Tipp geben? Was? Was soll das denn, ey? Halte was? Runter, um Hinweis von BD anzufordern. Ja, lass mich doch erstmal kurz hier den anderen Weg nur abchecken. Einmal bitte. Ach, sowas muss nicht sein, ey. Mann, ey. Lass den Spieler doch einfach mal ein bisschen grübeln, ey. So, wo sind wir eben lang gegangen? Da runter, ne? Genau. Ist mir schon klar, dass ich das hier sprengen muss und das Wasser wieder fließen lassen muss. Das ist mir schon bewusst. Aber hier gab es ja noch andere Wege. So. Und was war jetzt hier nochmal? Warte. So, hier, ne, siehst du, hier waren wir nämlich gar nicht. Okay, wer oder was bist du? Interessant. Ist das hier so ein Dungeon oder so? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Wasten Wolfe. Ja, genau. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass hier was Wertvolles drin ist. Es ist schon mal gut wieder, dass wir hier reingekommen sind. Oh, da vorne ist noch eine Kiste. Ich jetzt gar nicht gesehen. Ach na. Das können wir nicht hacken. Das können wir nicht hacken. Weil? Okay. Markiert er das wenigstens auf der Map jetzt hier als nicht gehackbare Kiste? Nö. Ah, ist auch doof, ey. Okay, die Tür öffnet sich von der anderen Seite. Diese Apparatur verstehe ich noch nicht so ganz hier, wo die Schwertspitze ist. Das wird sich aber noch offenbaren, hundertprozentig. So, wie kann ich die Suchermine... Okay, ich kann die Suchermine natürlich mitziehen, indem ich einfach laufe und die erst aufnehme, wenn ich sie auch brauche. Ja. Alright. Gut. Dann verfolgt mich mal. Okay, die hat einen Schuss. Na, komm noch ein bisschen näher. Komm noch ein bisschen näher, liebe Suchermine. Und... Ciao. So, reicht das schon? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Das ist wirklich nicht angenehm. Okay, da kann ich mich dran festhalten. Na ja, easy. Alles klar. Oh... Moinsen! Bitte?
Ciao, BD. PD1, alles okay? Habe ich nicht gesagt, du sollst aufpassen, wen du scannst? Komm her. Ich hätte dich in diesem Rathanes lassen sollen. Okay. Furchtlos. Der extrem neugierige und furchtlose BD1 scannt alles, was sich bewegt. Panzer Tronto. Okay, Alter, was ist das? Einfach für ein Riesenwesen, Mann. Geil. Okay, hier ist zu. Ist auch auf der Map markiert. Gut. Okay, da vorne ist ein neuer Speicherpunkt. Das Wesen wird auch als rot angezeigt. Ah, fuck. Senkt die Erwartungen. Okay. Kiste oben voraus. Mhm. Hier kann ich den Wandlauf machen. Okay, den habe ich gar nicht gesehen, aber... Okay, die Heinis davon kriegen einfach nichts mit. Mal wieder hier die Ninjas, die Ninjas. Fuck, 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 fuck. Bis jetzt auch, don't jinx it, aber noch kein Tod auf der Uhr gehabt. Okay, Friendly Fire ist nicht möglich. Fuck, Mann, okay. Aber hier ist irgendwo ein Suchkabinennest. Ich muss die Kiste da vorne schieben, hier die. Was für gebrochen. Ich bin online nicht gebrochen, ey. So, wo ist der Ninja? Meinst du? Heil, heil, heil. Okay, jetzt wird es langsam Zeit für einen, entweder einen neuen Stim-Behälterplatz oder eben ein, wie heißt es, ein Meditationspunkt. Hm. Kann ich ihn hier hochziehen? Nee, das glaube ich nicht. Wall Run. Okay, muss irgendwie möglich sein, da rüber zu kommen. Muss da hoch. Und dann da da den Wall Run machen. Ne, okay, hier hochgezogen krieg ich es nicht. Oder von da hier den Wall Run auf der anderen Seite eben. Ne, okay. This is not correct. Dann einmal hier rüber. Ja. Perfekt. Ah, okay, das ist die Kiste von da oben. Schrottplatz, wieder BD1. Ah, alles klar. Ist das? Ach, die wieder, ey. Den hatten wir doch schon auf der Mentes. Ihr seid weit weg von Bogano. Ja, stimmt. Bogano, ne? Genau. Endlich mal ein Walljump, der
aussieht wie ein Walljump und nicht irgendwie der in den, ich weiß nicht, vor 1, 2, 3 Folgen, ja, das sah so cringe aus. So, gewollt und da ist er. Der Speicherpunkt, südliches Gebiet, Rasten. Fähigkeitenpunkt haben wir nicht, aber jetzt macht es ja auch langsam schon mal Sinn, dass wir anfangen zu sparen auf 2 Fähigkeitenpunkte oder so. Weil die nächsten Fähigkeiten, die wir brauchen, sind eben ein bisschen krasser. So, da vorne kann man sich irgendwie festhalten, wenn man wollen würde. Das schreit irgendwie so nach Shortcut hier unten. Da ist ein Aufzug. Da ist ein Aufzug. Ist das der Aufzug von eben, ne, wo wir runterkamen, oder? Ja, das ist der Aufzug. Aber trotzdem muss ich hier irgendwie noch den Shortcut irgendwie aktivieren können. Das hier, das wird der Shortcut sein. Ich glaube, die führen uns. Wo führt ihr uns hin? Wir uns nicht? Bist du's? Alter, das sieht so schön aus. Yo! Grease müsste hier irgendwo wohnen. Oh shit, Mann. Wow. Sieh dir das an. Das ist ein richtiges Dorf da unten. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung greifen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Mosey, freut mich. Kerl, das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüß Doma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Doma Dendra, okay. Danke für den Tipp, Mosey. Warum wird die Stimme eigentlich immer so leise in den Cutscenes? Ich versteh's nicht. Karte öffnen. Aktuelle Position, Alter. Also so ein richtiges Dorf. Einfach wir 4,3%. 4,3% einfach. Okay, oh ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das alles Planeten? Ey, wenn das alles Planeten sind, die wir bereisen können. Ah, wie geil. Okay. Das sieht so eine Art Nest aus hier. So, ich gebe mir erstmal die Kiste, bevor ich jetzt mit ihr hier interagiere. Yo, Vollbart, den gönne ich mir. Yo, reiner Mann. Geil. So muss es sein. So muss es sein. So schön noch länger. So ein Qui-Gon-Jinn-Bart brauchen wir. Wie groß ist das Pedales? Ey, hör auf. Wobei sind die schlauchigen Level aus Fallen Order. Und jetzt kommen die Semi-Open Worlds in Jedi Survivor. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mann. Du hast also auch noch Reittiere, ey. Wahnsinn, Mann. Ja gut, macht Sinn, ne? Bei der Größe anscheinend jetzt, wie sich die Welt hier offen öffnet. Bist du Freund oder Feind? Feind. Gut gemacht. Okay, ein Schlinger. Mhm. Frame Drops, Frame Drops, Frame Drops. Ja, schade, Mann, ey. Nice. Ah, ein bisschen ruckelig, zuckelig hier in der Gegend. Liegt auf jeden Fall nicht an der Aufnahme, so viel sei versprochen. Sieht aus wie eine Höhle da oben.
zwar, wo geht's hier überall hin, Mann? Schön. Okay. Alter, 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 krampfig, krampfig. Man muss eigentlich... Wow, was bist du denn? Jo, was? Wow. Was hast du denn für ein Besen? Was hast du gefunden? Ein Bramlik. Okay. Ja, okay, die Star Wars-Fans unter euch. Wer hätte das gewusst, dass das ein Bramlik ist? Man muss das Spiel langsamer spielen. Man muss das einfach hier so im gemütlichen Gehtempo spielen, damit man nicht zu schnell voranschreitet oder... Jo, das sieht so unfassbar schön aus. Ja, damit es eben nicht zu den Ruckeleien kommt, irgendwie gefühlt. Oh, oh. Na, zeig mal, was du hast. Dämmchen Kackfarb nur, ey. Die Farben sind die neuen Ponchos, Freunde. Das hört sich nach was Großem an. Da. Okay. Kriegen wir den aus dem Hinterhalt irgendwie Platz? Was ist das? Ist einfach nur ein Baum? Jetzt fetz. Ah, mit den kleinen Mistviechern noch. Heil. Stimmt. Geht der auch rein? Hä? Warum macht der nicht den... Okay, jetzt. Ciao, Kakao, Junge. Nice. Auch noch ein anderer, finde ich ja. Fähigkeitenpunkt. Easy going. Also... Oh, ja. Ist alles klar. Die Steine sind sehr effektiv. Merken. Da sind wir diese Fledermausartigen Wesen. Da vorne wäre ein Speicherpunkt. Was wird dann unsere Bestimmung sein? Das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich würde die Jagd gerne... Da ist auch ein Speicherpunkt. Boah, die Frames droppen mir richtig, ey. Guckt euch das an. Du kannst nicht mehr mit der Kamera richtig gehen, ohne dass voll am Rumzuckeln ist. Weiß nicht, ob das auf der Aufnahme auch so krass rüberkommt. Holy shit, Mann. Was ist denn da los, ey? Okay, ich gehe, glaube ich, erstmal zu Grease. Gehe, glaube ich, erstmal noch dort vorne. Dann können wir uns nämlich auch das Tier satteln und dann können wir hier mit dem Tier rumreiten. Dann geht das, glaube ich, ein bisschen fixer als zu Fuß alles, würde ich mal jetzt frech behaupten. Jo, ganze Bramlik-Familie, wie das heißt. Okay, die kämpfen sich hier gegenseitig. Was haben wir hier vorne? Wie cool sehen diese Wesen aus, Mann? Hör doch mal auf! Gejagte Einzelgänger Ehren. Die alle leben zusammen, ohne dass sich das Imperium einmischt. Jedi. Okay, was bist du? Shortcut nach oben irgendwas? Später oder nach unten? Über diese Quellen. Okay, hier vorne kannst du rein. Okay, dann zeig mal, was du kannst hier drin. Okay. Kann ich nicht zerstören. Ich habe jetzt keinen Bock, wegen diesem Geschütz hier das erstmal zu sterben, okay? Komm schon, du blödes Vieh! Beweg dich! Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Jo. Du lebst noch, hä? Die Leute hier werden nicht sonderlich alt. Schon gar nicht, wenn sie in dem Gebiet der Raiders herumschnüffeln. Nicht ganz das Empfangskomitee, das ich erwartet hatte. Klingt, als könntest du einen Drink vertragen. Monk, misch dir im Paluns was Feines. Danke für den Tipp.
Okay, im Paloons. Ah, jede Menge von den Wesen hier. Kann ich das mit R1 Kreis? Nee. Okay, das sieht doch hier nach Stadt aus, tatsächlich. Außenposten erreicht. So. Fähigkeiten. Guck jetzt nochmal ganz schnell rein bei Macht. So, diese Fähigkeit hat Voraussetzungen, die du noch nicht erfüllt hast. Was denn? Achso, ich bin im falschen Baum. Karl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen erblockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Gar nicht mal so verkehrt, oder? L3, R3 verlängert die Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Ja. Ich glaube aber, ich nehme den hier. Mehr Macht regenerieren bei ein paar gewissen Aktionen eben. Karl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen erblockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls blockende Gegner trifft man ja ziemlich oft und den Rest schaffen wir eigentlich auch ziemlich oft. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an Ort und Stelle. Wir sind am Außenposten angekommen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir zu 100% den lieben Grease treffen und dann vielleicht mal so einen geilen Flashback, wieso, weshalb, warum die Crew nicht mehr zusammen ist. Das interessiert mich schon ziemlich. Wenn dir die Folge gefallen hat, Däumchen hoch, kostenloses Abo, einfach nur das Profil beklicken, würdest du meinen Kanal mega krass mit supporten. Dankeschön vorab an jeden, der schon getan hat. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du keine weitere Folge von Jedi Survivor hier auf dem Kanal verpasst. Jeden Tag frischen Content. Tease of the Fallen Kingdom und ab Juni ohne Ende Diablo 4. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.